Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Rollertour TV. Ja, heute ist es soweit. Wir können da nicht mehr raus aus dieser Nummer. Nee. Wir fahren jetzt nach Mallorca. Es geht nicht mehr zurück. Es gibt kein Zurück mehr. Und ja, ihr könnt ja dranbleiben. Wir fahren jetzt zum TÜV hin. Ja. Da ist die große Verabschiedung von unseren Familien. Ja, ja, und dann könnt ihr ja selber sehen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ordnungsgemäßen Zustand der Roller überzeugt. Verkehrssicherheitstechnisch ist das alles in Ordnung. Und wir unterstützen natürlich so eine klasse Idee auch irgendwo, weil das natürlich eine super Sache ist. Und wir wünschen den drei natürlich, dass sie gesund ankommen. Je nachdem, wie das Wetter ist, wir wissen nicht, das Wetter soll nicht. Dann rufen wir uns ein Hotel und dann. Wie lange wird das ungefähr dauern, wenn Sie da sein? Also wir wollen ein Jahr. Ja, genau, aber heute, also heute 200 Kilometer, wie lange haben Sie da? Ich denke 8 Stunden. Ja, das sind auch so die Tagesrationen. Viel mehr geht aber wahrscheinlich nicht. Das müsst ihr in Ordnung bringen. Doris! Das heißt 2 Runden fahren. Oh, schade, das hat auch selber noch was. Eine Seite nicht mehr, aber das ist gut. Das ist klar. Tschüss. Alles Gute. Viel Spaß. Wir fahren deswegen damit. Tschüss, Anja. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja, ich mach auch mich hier. Dieses Jahr jetzt. Out on the highway.
Eltern mit dazu und dann haben wir Salat. Oder nicht, Louis? Okay. Wir starten. Die Richtung? Die Richtung. Ich habe es ja jetzt eingegeben. Ja. Joachim? Okay, wir fahren weiter. Wir kommen hier auch nichts weiter. Nee, momentan ist nicht. Wer hat sich das ausgesucht? Wieder Regen. Ja, hallo liebe Freunde. Wir sind ein bisschen durchgeregnet hier. Ne, und aber uns geht's gut. Was, wie war das? Uns geht's gut. Ja. Hi. Hi. Ja, voll Regen. Ja. Olli, was ist da für eine Scheiße? Wer hat sich das ausgesucht? Das ist die Challenge. Das ist die Challenge. Guck nochmal. Und wo wollen wir hin? Wo sind wir? Ich glaube, hier. Hör mal, wir sind in Gelsenkirchen! Wo sind wir hier? Vor dem Campingplatz. Ich wollte nicht auf dem Campingplatz. Ich habe mich durchgesetzt, Chef. Die wollten zählen. Wo? Ja, irgendwo hier. An dem See. Wie heißt der See auch noch? Hier ist besser. Hier ist wirklich besser. Villa. Mindestens kann man sicher schlafen. Ja, das ja. Stimmt. Wenn Unwetter kommt. Ja, ey. So, welche Nummer hast du? Und den habe ich? 17, ne? Hier, welche? Habe ich den? Hier ist 14. Wer hat das? Ich habe 17. Und ich habe? Ja, 16. Dann muss ich 16 haben. Freunde der Gepflichtenunterhaltung. Wir sind angekommen in Essen. Es war ein spannender Tag. Ein sehr spannender Tag. Oh, Wolli, hallo Wolli. Hallo. Gut angekommen? Ja. Sehr schön. Wieso haben wir kein Zimmer zusammen, Louis? Weil du schnarchst oder? Genau. Joachim. Ja. Herzlich willkommen in Essen. Ja. Thank you.
Das ist die Challenge. Mit dem Roller nach Malle. Bei dem Wetter. Jetzt ist mal lecker frühstücken. Tee habe ich schon fertig. So denke ich mir. Jetzt kriegst du ja morgens auch mal mit. Ja, sicher. Also, wir fahren mit bei diesem Wechsel. Ja. Liebe Leute, es regnet. Da bist du gleich durch. Aber es ist auch so, das meiste geht daneben. Ja. Wir fahren unterm Regen durch. Wir fahren nur unter durch. Hey Molly, wo willst du denn hin? Nach Leverkusen. Und du? Nein. Und du? Du. Ja, ich habe jetzt eine Panne, ich habe Öl auf. Ja, aufregend, ich weiß. Ist die Tour in Gefahr? Ja, geht drum. Geht drum? Joachim, was machst du da? Öl auffüllen. Den Rest lassen wir hier stehen, ne? Ja. Du bist wahnsinnig. Was meinst du, wie viel du noch auffüllen? Das war ja teuer. Wie viel hast du bezahlt? 8,99. Ja. Kann ich auch verbrennen, normal. Klar. Ist scheißegal. Ja, wir sind jetzt in Köln, Mülheim bei Köln. Ja. Und es hat die ganze Zeit geregnet. Genau. Und ich guck mal, ob die irgendwie einen Film für meinen Arsch machen. Scheiße. Aber wir machen weiter. Liebe Freunde und Zuschauer, wir sind jetzt gerade in Bonn und wir sind bis auf die Knochen nass. Bis auf die Knochen. Wollte ich denn das? Sag dann mal lieber den Kopf zu. Ich hab das verloren. Also was eine Scheiße. Da stehen sie, unsere Roller. Sehr nass. Sehr nass. Wahnsinn, oder? Da ist gar keine Ausdruck für.
Hallo liebe Freunde und Zuschauer, wir sind bei unserem zweiten Etappenziel angekommen, bei Joachims Bekannten hier in Koblenz, Neuhäusel. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Wir haben Bärenhunger und wir sind klitschenass. Das waren die letzten 50 Kilometer, da war es trocken, aber vorher 150 Kilometer nur Regen gehabt, Dauerregen. Wolli, bist du auch nass geworden? Ich bin trocken. Ja, ich bin trocken gefüllt. Bin die Schuhe ausgezogen unterwegs. Guck mal da, runter, die Hasen. Ach. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich hätte ihn nicht gesehen. Den Hasen habe ich schon gesehen. Ja, fällt dir, ne? Das ist immer noch der Fett. Hot mit. Ja, das ist der. Musst du mal da runter gucken. Ja. Die Hasen. Die Hasen. Die Hasen. Ihr seid doch einer bescheuert. Die Hasen. Wer weiß, was die Hasen. Das war das Geheimnis, was wir heute Abend haben. Ja, wir haben Geheimnisse. Pass auf, ich hab gesagt, wir hängen was aus. Dann saß du schon im Auto, als ich mit dir telefoniert habe. Kenn ich dir? Nein, wir saßen bei uns. Die war schon hier. Morgen ist noch voller Frust. Ja, zu guter Letzt klingen wir den schönen Abend aus. Wir wurden auch überrascht von unseren Frauen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und vielen Dank an die Gastfreundschaft von Ulrike und von Peter. Und von Sebastian. Ja, da können wir nur sagen, Prost! Prost! Und tschüss! Willkommen bei einer weiteren Folge von Rollertour TV. Heute ist Tag 3, wir sind gerade losgefahren und wir fahren jetzt bergauf. Der Roller läuft nur noch 20. Wie ist es bei dir? Ja, ich komme nicht voran. 20 km/h ist absolute Höchstgeschwindigkeit. Aber die Sonne, die kommt, die verbirgt sich hinter den Wolken. Woo! Und Joachim ist schon weiter, der ist uns wieder weggefahren. Aber er hat ja ein KW mehr, also muss ich ja irgendwie auszahlen. Tschüss, bis gleich. Louis hat keinen Sprit mehr. Ist weiter weg. Weil seine Karre säuft wie ein Loch. Der Wolli seiner verbraucht nichts, weil er immer im Windschatten außerdem super Wetter hier, endlich.
19. Wir müssen jetzt eine Umleitung fahren. Das ist Rüdesheim von oben. Am Schreiben? Nein, ich habe ein Foto gemacht. Aha. Joachim, schläfst du schon? So schön Wetter? Nee. Olli, weißt du auch, wo du hin willst? Ja. Wohin? Richtung Süden. In der Malle. Bleibt gut? Ja. Bei dir auch? Ja. Ist bei dir? Ja, toll. Und wir haben geiles Wetter. Das ist die Entschädigung für gestern. So, und ich muss jetzt wieder aufhören. Jetzt auch wieder weiter. Hey Jungs! Wo sind wir? Deutschland. Ja. In Landau. Landau in der Pfalz. Was ein schöner Dom.
Ja, guten Morgen und herzlich willkommen bei Rollertour TV. Heute ist Tag 4. Wir haben jetzt 800 Kilometer hinter uns und jetzt wollen wir weiter. Wo geht's denn heute, Olli? Frankreich. 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 Auf geht's. Auf geht's. Ja. Bis später. Was war das? Was war das? Da hinten, Unfall oder was? Ja. Aha. Einbruch. Hi. Das ist ein rotes Land. Ja, ist das ein rotes Land? Nein, ist es nicht. Ja, hallo Timo, wir haben auch was für dich gefunden. Einen ganz alten McCormick International. Sollen wir dir hier Kontaktdaten herstellen oder wollen wir den zusammen abholen? Können wir auch noch mal eine Tour hinfahren? Das wäre nicht schlecht. Oder was meinst du? Liebe Grüße an Steffi. Hey Wolli, was hast du denn gemacht? Pfandflasche? Ja. Spezia wohl, wa? Komm, dann nehmen wir das Label ab. Spezia wohl. Was meinst du? Ja, der Urlaub muss auch bezahlen werden. Was meinst du hier, wie ich das hier finanziere? Nur die Flaschen sammeln. Ja. Und Pfandflaschen und Label. Das Label nehme ich mit. Ne? Alles klar. Abseits des Mainstreams. Die Reise führt nach Mallorca über Felder und Wiesen und über Schotterpisten entlang der Autobahn. Oh mein Gott, auf was haben wir uns da eingelassen? New York, wir sind da! New York! Müsst ihr euch das mal angucken. Alles voller Störche. Werden wir etwa Großeltern? Wir alle. Hallo liebe Zuschauer, hier sind wir jetzt angekommen, hier ist unser Equipment. Zeig aber nicht deine Unterhose, ne? Die zeige ich nicht. Komm her, gib mir die Kamera. Komm her. Ich laufe hier nämlich mit Unterhose, das sollt ihr nämlich nicht sehen. Komm her. Nee. So, hier. Wer bist du denn da hinten? Ich bin der Nichtschwimmer. Bist du auch im Nichtschwimmerbereich? Ja. Schön. Was nimmst du auf? Alles. Schönen Bildern werden wir uns für heute verabschieden. Wir versuchen morgen weiterzukommen. Hoffentlich regnet es nicht. Regen soll in Sicht sein, aber vielleicht können wir dran vorbei. Oder unterdurch.
Hallo und herzlich willkommen bei Rollertour TV. Heute haben wir Tag 5 und wir kommen gerade vom Frühstücken und wollen jetzt wieder auf Piste. Wir sind heute Nacht ein bisschen nass geworden, aber das macht nichts. Wir haben ja jetzt Sonnenschein und dann wird wieder alles trocken. Das ist drauf. Das ist die Baguetterie, wo wir gefrühstückt haben. Wir waren so im Dorfbrunnen. Die Löwen hatten gerade eine Magenspiegelung. So wie das aussieht. Das ist schlimmer wie der Wurzenpass hier. Gefühlte 20% Steigung. Oh mein Gott, ob unsere Maschinen das aushalten? Ich habe das Gefühl, wir sind in den französischen Alpen. Eine Kehre nach der anderen. Hammer. Wahnsinn. Jetzt kommen wir zur Kehre 13. Nächste Möglichkeit, Tank. Ich hab Tank voll. Heute geschlossen, Ding ist nicht. Ja, das Ding doch davor. Hier ist das Ding doch davor. Das Zapfsäule läuft doch nicht. Ob die hier heute wohl einen Feiertag haben? Jeden Tag Feiertag. Aber wir haben die ja nicht mal weit. Bis zum nächsten Ort. Wie auch immer. Dann machen wir weiter. Schon wieder eine rote Ampel. Das ist kalt da oben gewesen, oder? Ja. Kann das? Wir waren ja fast 1000 Meter über Null. Da oben steht ein Pferd auf dem Balkon. Tatsächlich. Das schauen wir uns gleich mal näher an. Bei uns heißt das, da steht ein Pferd auf dem Flur. Und hier, in Frankreich, heißt das, da steht ein Pferd auf dem Balkon. So, da steht ein Pferd auf dem Balkon. Zweiter Tankstopp. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt hier ein bisschen schneller vorangeht. Wir mussten Aal über Landstraßen fahren. Zog sich also hin. Ne? Joachim hat sich Öl gekauft. Muss der Öl laufen, Joachim? Oder läuft er auch ohne Öl? Nee. Zweitakt. Scooteröl. Werden noch Platz im Kofferraum? Ich hab nicht. Ich auch nicht mehr. Schlecht. So, my friend, I wish you a fine day today and we drive away. Bye. Goodbye. Bye. Wow.
fahren mir auch immer weg, wenn es orange ist. Aber Wolli wartet. Da habe ich mich voll hingelegt. Auf diesem verkauften, ja, ein Schimmer, die Pastler. Camping. Die liegt ja wunderbar für diesen verkauften. Ist diese Liebe? Madame, Camping. 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 Ein Camping in St. Paul? Camping. Camping hier. Wie? Mit St. Paul ou quoi? Mais ici, il n'y a pas de camping, hein? Nichts Camping. Camping. Non, il n'y a pas de camping, là. On vous a mal informé? Parce que vous êtes d'où? Oui, camping. Oui, mais c'est privé ici, hein? Privat. Privas. Privas. Privas, oui. Privat. Okay. Sorry. 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 Parce que là. Privat? Non. Non. Non, non, privat. Mais là, bah, je regrette, c'est privé. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Machst du Abendbrot essen? Ja. Was gibt's denn? In diesem Drecksland gibt's da nichts. Fünf Sterne, ja. Sag ich nur. Fünf Sterne wurden uns versprochen. Unser Abendbrot. So, an dieser Stelle möchten wir uns für heute verabschieden. Ja. Von Tag 5. Und der war natürlich nicht so schön, der Tag 5. Weil wir immer gesucht haben und nichts gefunden haben. Genau. Und Anschiss gekriegt haben. Und ja, das war kurz gefallen vorher. Gefallen sind. Das war ja der Szene vorher da. Gras im Helm gehabt haben. Alles Mögliche ist passiert. Aber nichtsdestotrotz, wir und machen weiter. Und nichts zu essen und zu trinken. Bekommen. Nichtsdestotrotz, wir machen weiter. Bis morgen. Du hast einen Achter. Nee, den muss ich haben. Okay. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 6. Wir sind gerade vom Campingplatz losgefahren. War nicht so schön. War alles nass, hat wieder heute Nacht geregnet, die ganze Nacht durch. Wolli hat auch an der Veranda geschlafen. Aber er kann schon wieder lachen. Ich kann ja mal gucken. Wolli, lach mal. Er kann lachen. Okay, wir fahren jetzt weiter. Nächstes Tagesziel ist Avignon. So, muss mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, dann bis später. Wir können ja mal in die Bagetteria reingehen, können Sie das mal angucken. Es ist so laut. Wo ist denn da der Eingang? Achso, da. Hi. Good morning. Good morning, Jung. Ich mache was. Ja, nimm sauber. Du? Du nicht? Brauche ich auch. Aber später. Ich esse lieber auf dem Roller.
Sollen wir mal gucken hier. Schöne Sachen, ne? Was Schönes gibt es hier. Große Teile, da sieht man besser. 8,70 €. Bonjour. 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 Ich dachte, du bist vom Gesundheitsamt. Ich bin vom Gesundheitsamt. Ich mache hier jetzt eine Kontrolle. Aber das macht wohl alles in Ordnung sein. Ja, Kai, auch etwas für dich. Quichet. Magst du dir so gerne? Ich kann wieder kein Wort verstehen. Bonjour. Ich hätte gern so ein mit Dauerwurst. Genau. Und einmal schneiden. Ja, genau. Ja, und dann in. Genau. Okay. Kasse? Kasse? Ich habe ein Wort verstanden, aber ich kann es sehen. Da rein. No contact with the hand. Merci. Merci. Danke. In Afrika. Die wollen nicht. Tankstart Nummer 15. Unsere Roller sind so sparsam, die brauchen fast nichts, plus Öl.
du nicht raus, wo einmal mal hupt. Ne? Hey, ihr seid ja nur noch hupen. Wir sind hier voll am Abfeld. Geht das noch? Mit rauf und runter? Ja. Gott. Wo gibt's Cola? Ja? Wo gibt es Cola? Hab ich hier auch irgendwo gesehen. Moin. Wo ist das schön? Hallo. Ja? Cola. Kamera, gehst du noch? Ich glaube. Nochmal wieder ein Tankstopp. Du hast voll getankt. Du hast voll getankt. Ich habe voll getankt. Und die ersten Palmen können wir schon sehen. Also das Mittelmeer ist nicht mehr weit weg. Und wenn die Bildqualität ein bisschen schlechter sein sollte, das Ding lag gerade auf der Autobahn. Oh, oh. Ja. Das ist die Stadt Valence. Und hier ist es schon merklich warm. Mittelmeerklima. So, jetzt ist es endlich soweit. Wir haben eine Panne. Wieso ist das der denn nicht? Das ist ein Neuner. Acht. Ist das ein Achter? Du hast einen Achter. Nee, den muss ich haben. Okay. Auf? Ja. Ja, die Fuscher, die sind gerade dabei, den euren Vario-Deckel abzubauen. Ein Liebende. Und wir gehen aber davon aus, das wird nicht sein, dass das nur ein Keilriemen ist, der gerissen ist. Ja, wenn er nicht vorwärts geht. Und dann geht's weiter. Jetzt fehlen uns natürlich wieder, schätze ich mal, 50 Kilometer. Aber was soll's. Oder hat die 10 Meter? Das Ding muss auch noch ab, oder geht nee, das? Nee, kannst du so dabei. Achso, kannst du so wegklappen. Ja. Oh ja, ja, da, dann haben wir die ja, wir haben jetzt eine Panne gehabt. Ein absoluter Jobshopper. Aber ich glaube, wir können uns helfen. Ganz starke Mechaniker hier an Bord. Wenn die nicht wären, werden wir verloren. Stimmt's, Jungs? Du musst unser Teil auch zeigen, das selbstgebaute. Was ist das? Ja. Was uns geholfen hat. Ja, hier Joachim sein Speerteil. Mhm. Geh weg mit dem Scheißding da. Merci. Okay. Rollatur TV. Okay. Good evening. Okay. Was? Joachim, was ist passiert? Muss ich noch gucken, weiß ich nicht. Ach, eine Scheiße. Erst der Riemen. Jetzt laufen wir mal gegen Joachim sein Moped aus. Wir haben jetzt gerade die zweite Panne. Joachims Zündkerze war irgendwie, weiß ich, durchgebrannt. Verdreckt.
Verdreckt, sagt er. Was ist das? Und Louis baut sich jetzt gerade noch eine CD rein, weil er durch den neuen Riemen, also Zahnriemen, nur noch 40 km/h fährt. Okay, dann hast du da? Nur meine Maschine läuft noch. Also, wird er durchhalten. Meine hält er auch. Alles wieder gut. Der beschwert. Hallo. Ah, Ruhe, Rüde. Foto? Die Foto? Ja? Na schön. Ja? So, mit diesen schönen Bildern des Tages verabschieden wir uns heute von Teil 6, vom Tag 6. Wir waren noch im Einkaufen und haben hier gerade lecker gegessen. Jetzt gehen wir ins Hotel. Die Nacht war gestern, ja, oder heute Nacht war ja sehr nass. Und ja, mal gucken, ob wir jetzt mal vernünftig Schlaf kriegen. Bis bald. Sag nochmal Wolfgang. Wolfgang. Ja, very nice. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir Tag 7. Wir haben heute Nacht sehr gut geschlafen. Wir haben ein super tolles Zimmer. Könnt ihr mal gucken. Ist ein bisschen unaufgeräumt, aber das passt so für die Nacht. Das war sehr gut. Und da ist Wally. Wally, darf ich kommen? Ja. Gut, das ist Wally. So. Guten Morgen, Wally. Guten Morgen. So, schön. Und dann steht Joachim. Guten Morgen, Joachim. Gut geschlafen? Nicht gut geschlafen? Kein Zelt, ne? Ja? Kein Zelt. Hast du nicht gut geschlafen? Dann müsstest du nach draußen gehen. Du hättest da hier dein Zelt aufbauen müssen. Ja. Passt schon. So, gleich geht's weiter. Erst frühstücken und dann geht's weiter. So. Genau. Tschüss. Wie viel? So sieht ein französischer Lautsprecher aus. Und so hört er sich an. Wem schreibst du wieder? Au revoir. Au revoir, bonne journée. Allez. Sie laufen noch. Hände. 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 Wo bist du denn hin? Ich wollte nach Malle zum Bierkönig. Gut, ich gehe mit.
die Stangen da auch. So, Entsorgung Nummer 1 läuft. Vielen Dank an dieser Stelle, Joachim, dass du mich leichter machst. Wolltest du auch? Ja. Ich schmeiß mein Zelt weg, mein Stuhl und alles, was genau. Ich besitze. Genau. Weg damit. Dann weg, dann weg. Dann weg, dann weg. Achtung, Ölkontrolle. Was ist passiert, Wolli? Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, weil die so viel Öl brauchen, die Maschinen. Aber alles im Rahmen? Ja, ist alles gut. Ja, gut. Ja, das verliert man unterwegs. Das verliert man unterwegs. Ja, und der Auspuff hat auch gehalten. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an meinen Schwager Arthur für die super Schweißung. Arthur has geopmockt. Was passiert? Ein Platten? Kein Platten. Aber dann haben wir ja Glück gehabt. Wir waren wieder beim Tanken. Ich weiß gar nicht, wie viel das mal, aber ganz viel. Ich werde mir auch eben gleich Luft drauf machen. Vielleicht läuft er ja schneller. Fotografiert die heute? Ja, habe ich. Geile Brücke, war der hat da rüber gebunden. Ja, das wäre es gewesen. Ja. Er war ja ein Teil. Ja. Was ist hier denn los? So? Ja, Mann. Oh, hier vorne. Hier ist Party. Die gucken sich alle den Dorfbrunnen hier an. Ein Apple Studio in Frankreich. Woo! Louis, frag mal, was auf dem Nacken hat. Hier gibt es Bilder vom Tanken. Kriegen wir es hin? Nein. Noch nicht. Super. Wir haben jetzt noch ca. 80 Kilometer bis nach Toulon. Ja, wollen wir hoffen, dass wir das Problem durchschaffen. Mein Zelt, mein Tisch,
Das habe ich schon alles abgegeben. Deswegen hängt das auch so weit nach unten. Dann wollen wir mal schauen. Bis später. Willst du eine vernünftige Tüte haben? Hast du eine? Ja, in meinem Sack. Ach, der hat sich gelöst hier. Ja. Aber alles Scheiße ist das. Ihr wollt es nicht glauben, es regnet wieder. 20 Kilometer von Toulon und es regnet. Oh nein! Wir sind jetzt 26 Kilometer vor Toulon und muss es nicht wieder regnen? Muss es nicht wieder regnen? Scheiße hier, es muss immer regnen. Was macht man? Ja, ätzend. Scheiße. Aber das Mittelmeer können wir noch nicht sehen. Aber gleich. Gleich. Und lecker Dauerwurst. Ja, da gibt es ein Baguette mit Dauerwurst. Ja, mit Dauerwurst.
liebe Zuschauer, wir haben unser Tagesziel heute erreicht. Noch sind wir nicht auf Mallorca, aber wir sind in Toulon. Aber so gut wie. Und morgen werden wir auf die Fähre nach Mallorca gehen und dann haben wir unser nächstes Ziel, nämlich von Ostfriesland nach Mallorca. Hat es nicht wieder geregnet heute Nacht? Aber Gott sei Dank waren wir im Trocknen. Ausgeschlafen? Ja. Du auch ausgeschlafen? Besser. Wie, besser jetzt? Besser geschlafen. Ich habe nicht so gut geschlafen, aber es geht. Keine Ahnung. Besser als ich. Hab von Mallorca getan. Es hat schon wieder geregnet. Du, warum auch? Ja. Zu Hause sind 30 Grad, bester Sonnenschein. Ja. Ja. Aber es ist so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Soll ich ein Navi anschmeißen oder kommen wir so hin? Ich glaube, kommen wir so hin, wa? Ja. Die Richtung. Aber total verrückt, oder? Ja. Was wir hier machen. Oh, die kommen aus Deutschland. Genau. Da können wir uns immer unterhalten. Ja. Boah, ja. Perfekt. Ihr auch? Ihr auch. Wollt ihr denn aber auch nicht mal auf vier Rädern. Halt mal fest. Halt mal einfach fest. Natürlich. Ja. Von Ostfriesland. Von der Nordsee. Wir haben seit Donnerstag sind wir unterwegs. Ja. Seit einer Woche. Ja. Wir sind in den letzten drei Jahren sind wir 50 geworden und haben gedacht, wir wollen doch mal was ganz Verrücktes erleben. Und ja, einmal mit dem Scooter nach Mallorca. Ohne Probleme. Ja. Na, doch, ja, doch. Es hat geregnet. Es hat, ja, es hat immer geregnet. Jeden Tag. Das Wetter war nicht so schön. Und heute Nacht hat es auch wieder geregnet. Vor einer Woche. Vor einer Woche. Vor einer Woche. Vor einer Woche um 10 Uhr. 10 morgens gestartet. Mit Presse, Fernsehen und allem drum und dran. Und nicht mal ganz so Woche. Ja. Das ist ja cool. Ja. In 6 Tagen waren wir hier. Ja, 1800 Kilometer haben wir jetzt gerissen. Von der Nordseeküste. Ja. Ja. Und wie lange bleibt ihr drüben? Ein Tag. Ein Tag noch. Ein Tag. Wir fliegen morgen zurück. Wir fliegen morgen zurück, ja. Nee, morgen nicht. Übermorgen. Samstag. Übermorgen. Samstag. Übermorgen früh. Ja. Samstag. Das muss mal gut gehen. Ja. Die Roller bleiben da. Ja. Die Roller bleiben da. Die verkaufen die. Die stellen wir irgendwo am Lanternenpfahl oder so. Nee. Der muss einen Dremel haben, wo die Fahrgestelle ausdremelt. Nicht, dass er das zurückverfolgen kann. Nein. Wir haben bloß 100 Euro dafür bezahlt. Gute 100 Euro. Und dann ist das eben so. Das ist ja Spaß wert. Das ist ja eine Idee. Wir haben auch einen Channel. Ja, okay. YouTube-Channel, Facebook, Instagram, YouTube, eine Webseite, haben alles da. Also ich habe gestern Abend noch das letzte Video hochgeladen von der letzten Tour hier nach Toulon. Mhm. Ja. So ist das. Nee. Nee. Aber Autobahn ist nicht immer der kürzeste Weg. Nee, nee, das nicht. Nein, das ist richtig. Nicht immer der kürzeste Weg. Also wir waren da, wo niemand ist.
Mach wohl der schnellste Weg sein, aber nicht immer der kürzeste. Sogar mal im Wald. Ach du Scheiße. Na, wir machen das in 2 Wochen so Tour. Von Frankreich bis nach, ja, bis nach Schwäbisch Hall. Aha. Mhm. Ja, wir sind so 31 Mopeds. Aber so. Können jetzt solche Toaster mit dem Sushi-Vergaser oder so. Sushi? Naja, das ist ja... Eine heiße Italienerin hier. Eine Panne hatten wir, einen Riemenriss. Könnte gerne sein, oder? Oh. Vorgestern. Ja, 9 Stunden am Tag. Ja, ja. Ununterbrochen. Ja, aber das ist doch langweilig. Das ist doch auch mal laufen fährt. Da muss ja nichts mehr schrauben in die Dinger. Fahr alle mit Oldtimer, Kreidler. Ja, das ist auch eine 95er. Zündab, Baujahr 60. Ich habe auch eine Kreidler zu Hause. Ja, dann wärst du mit dem Fahrer, aber nicht mit so einem Toaster. Nee, die bleiben fliegen zu. Ja, ich bin cool. Die werden verkauft. Wir gucken in den Himmel. Es soll wieder regnen. Wie kann es auch anders? Wenn man da hinschaut, da hinten Wolke ist es schon wieder alles dunkel. Oh mein dunkel Gott. Dunkel ist das alles. Habt ihr gutes Wetter gehabt? Nein. Viel Regen. Ja, jeden Tag Regen. Viel Regen. Ja. Jeden Tag Regen. Gestern nicht. Sind es auch Mörderschiffe? Haben wir. Das ist wie so eine kleine Mini-Kreuzfahrt. Boah, Wahnsinn. Deutschländer. Muss ich noch was sagen? Du hast ja, aber ich habe mich angelegt am Ding. Muss ich noch was passieren? Hat die nicht auf dem Schiff? Ja, wir sind jetzt gerade auf der Fähre. Hier ist es ziemlich laut. Wir müssen jetzt erstmal unsere Moped sichern. Ja. Jetzt ist Frühstück. Tag 8. Sind wir bei Tag 8? Ja. Wir sind bei Tag 8 und haben unser erstes Frühstück hier auf der Fähre. Guten Appetit. Die wohnen hier. So, und nun gibt es wieder Baguette mit Dauerwurst. Mein Lieblingsessen. Die beiden Kollegen im Flugzeug. Hier ist das kleine Restaurant. Hier gibt es nachher das Mittagessen. Und wir sind auf hoher See. Das Wetter ist alles andere als bescheiden. Die Sonne ist auch.
Parfümerie. Hier so alleine. Sitz. Hier ist Party. Party, Party, Party. Ah gut. Mallorca Ferries. Ja, super, vielen Dank, ja? Von Mallorca. Wir haben die Challenge geschafft. Wir sind mit dem Roller von Ostfriesen nach Mallorca gefahren und wir sitzen hier gerade vor dem Port der Curia fest. Joachim muss noch mal die Zündkerze reinigen und dann geht es gleich weiter zum Hotel und dann möchten wir uns hier mit diesen schönen Bildern für heute Abend verabschieden. Bis bald und demnächst. Oh, ist das nass. Siehst du? Leuchte mal rein. Ah, das schafft ihn doch. Ein paar Meter.
Helmut. Nix Helmut. Nix Helmut. Kamera, Kamera. Ja. Eine Frage. Diese ist gut. Hab ich schon. Einer? Muss einen anderen tun. Andere Farbe? Nee. Andere Modell. Wir brauchen keine Brille, ne? Ganz zwei. Wir brauchen keine Brille, ne? Warte, 2 Euro oder was? Ja? Du? 2 Euro? Ja, 5 Euro. Oh, zu teuer. Helmut, eine Frage. Helmut. Das Wetter. Das Wetter? Flugzeug. Kamera. Ach, das war gestern ein Kollege geschaut. Ey, Flo, keiner warum du singst. Da sind sie, Wolli. Also noch eine Roller für 155 Euro. Dafür. Ja, nicht schlecht. Da sind sie, aber sie sind noch da. Ja, werdet auch mal da. Hallo, liebe Freunde. Wir hatten gerade ein Mistake. Wir hatten da unsere Roller geparkt. Dort. Man hat sie uns weggenommen. Wir dachten erst, sie hatten sie uns gestohlen. Nein, die Polizei hat die abgeschleppt. Und ihr wisst ja, was das heißt in Spanien, wenn man dort abgeschleppt wird als Deutscher. Wolli, zeig mal deine Rechnung. Das ist Wolli seine Rechnung. Er muss 100 Euro an die Staatskasse zahlen und 55 Euro fürs Abschleppen. Und das mal 3. Das ist nicht Bestandteil der Challenge. Aber gehört irgendwie dazu. Man lebt nur einmal. Jetzt sitzen wir am Pool. Oh mein Gott, wir kommen gerade von der Polizei. Ich glaube es immer noch nicht. Mann. Bei Fahrrad und E-Bike radonline.de eben auf Mallorca. Das ist Onno Oldmann sein Laden und nachdem man uns ja die Roller hier weggenommen hat, weil wir falsch geparkt haben und mit der Auktion das nicht mehr geklappt hat, hatte er sich bereit erklärt, die Roller für uns unterzustellen und alles andere weitere werden wir dann klären. Aber Hauptsache, dass sie jetzt mal gesichert sind, dass sie hier keinen Weg stehen und auch neben Halteverbot. Also hier nochmal für alle. Das ist radonline.de Mallorca Verleih und Verkauf. Wenn ihr wollt, müsst ihr herkommen und euch ein Fahrrad leihen oder so. Vielen Dank. Bis später. Das sind die Kollegen aus Essen. Ja, wir sind jetzt am Ballermann und hier geht es rund. Hier geht es richtig ab. Hammer. Und alle singen los, wir schwören, stehen euch und geht von mir ein. Hallo. Wir sind ein bisschen schneller. Hallo. Ich weiß noch nicht wie. Ich finde das geil, was wir gemacht haben.
Hallo. Wir wollten eigentlich schon Roller. Ach ja, die stehen da noch. Könnt ihr kommen? Ich hab's gekauft. Nee, wenn der Lena sagt, am Bier von Zeit. Die hat die Dinger einkassiert. Warum? Heute. Heute. Weil wir die falsch geparkt haben. Nein. Ja. Am Hotel. Und dann haben wir gedacht, das funktioniert nicht mehr mit der Versteigerung. Die Versteigerung muss gestoppt werden. Dann habe ich das gestoppt. Und jetzt haben wir die ausgelöst. Jetzt haben wir die nach Bike Online gebracht. Das war so ein... In der Notstand war das. Okay. Wir fahren 8 Uhr hierher. 6 Uhr. Und gefällt sie dir? Ja, ich wollte ihn im Garten zu Hause. Beides. Garten und Malle. Ja, Michi, sag mal. Lena, wink mal. Du auch. Hast du alle Tüten? Oh ja. Abwarten. Danke. Thank you very much. Ciao. Ciao. Gracias, muchas gracias. Du kannst da broten. Mallorca eben vernünftig umsetzen. Ne? Er mit seinen Kabel denn an hier. Soll ich den Kofferwagen besorgen? Mehr habt ihr nicht? Nee. Alles in Sorge. Okay. Mehr habe ich nicht. Ich habe nur so einen kleinen Kofferwagen. Wie, alles in Sorge? Weggeschmissen? Alles weggeschmissen. Wunderschönen guten Morgen. Hier live vom Flughafen Mallorca. Wir sind heute Nacht hier angekommen und sind schon 3 Stunden hier. Und Wolli, seht selber. Kann nicht mehr. Ihr braucht euch aber keine Sorgen machen. Er hat nur eine günstige Sitzgelegenheit gesucht. Dreh dich mal. Wolli, wie geht es dir? Nicht gut. Warum? Weil es schon spät ist. Nein, es ist früh am Morgen. Ja. Es ist jetzt 3:15. Ich bin am Schneiden. Ja. Unsere Fans sitzen da noch. Ja, danke. Wolli, das geht aber nicht mehr. Rollschuld. Das können wir nicht senden. Warum nicht? Ja, du bist ja nicht behindert. Natürlich bin ich behindert. Wenn man Roller nach Malle fährt, ist behindert. Oh mein Gott, wo sind wir hier gelandet? Louis, du musst auch mal deine Füße waschen. Wieso hast du eine Blase? Und sag mal deinen dicken Töni. Ich würde sagen, erstmal Füße waschen. Nicht gewaschen? Nee. Klar. Ich schätze mal, das hast du 3 Wochen nicht gewaschen. Die Tönis. Also was macht eine Woche vorher. Was macht dein Überbein denn? Wallux. Hallux. Wallux. Hallux oder Wallux? Hallux. Hallux? Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Tag Nummer 10. Abreise.
Es ist morgens 20 nach 4. Wir sind hier in Mallorca am Flughafen und wir gehen jetzt zum Boarding. Ist mit Wally? Ich muss. Ich bin so müde. Das war nicht. Das war nicht an der Server. Wo wollen die denn alle hin? Hallo, die Seite. Ja. Safety Control. Da ist ja. Weißt du, was er bei mir gefunden hat? Nee. Meine Kniebinde. Das Metall drin. Ach so. War ja auch nicht so gedacht. Nee. Und? Dich haben sie ja komplett auseinandergenommen. Ja. Duty Free Shop. Telefon. Muss immer rangeln. Wer weiß, wie lange das noch dauert. Vielleicht fahren wir jetzt mit dem Bus nach Hause. Wir müssen hinten vorne, ne? Ja, weiß ich. Nummer hatten wir auch noch. Moin. It's the right machine. I think this is the right machine. Ja? Nix. Francesco, Jose and Florinda will take a great care of you on today's route. Flight time in a region of 2 hours and 30 minutes. Just before departure. I would like to ask you to pay attention to our colleagues while they perform the safety demonstration.
30 Minuten mehr. Vorbei. Das ist doch so was von dir. Oh, hier ist schwulwarm Luft. Wir sind jetzt wieder in Bremen. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Hi. Moin. Kinder, moin. Hallo. Hi. Hast du keine Rasierer mit? Hi. Hi. Immer müde. Ja, keine Zeit zum Rasieren. Nee. Ich hatte keinen Rasierer mit. Was? Nein, kein Rasierer. Du hast das gepackt. Joachim hat es mir angeboten, Klingen zu nutzen und dann seinen Stab, aber es ist so. Ist einfach so gewesen. Hi. Alles klar, hi. Schön. Was eine schöne Begrüßung. Ja. Wieder da, wa? Ja. Ich habe ein bisschen was für euch. Oh. Oh, lecker, Lieder. Willkommensgeschenk. Oh. Bitte. Ja, danke schön. Ein Glas mehr?